Ja, Oberamtsrat Alfred Clausen. Morgens, Alfred. Nein. Ach, Hans-Walter, mir geht's gar nicht so gut, du. Ella ist krank. Na, ich hab's schon gehört. Ella hat's ordentlich erwischt. Ja, die hat über 40 Fieber. Ja. Ich habe ja auch gesagt, sie soll heute noch ganz normal Haushalt machen. Sie bitte? Ja, wieso? Die Einfahrt kann sie doch morgen mal pflastern. Alfred, mit Fieber lässt dich zu Spaß. Meine Gertrud, die hat gerade erst anderthalb Wochen mit Fieber flachgelegt. Was, so lange? Ja. So kurz wie die ist? Ja. Nee, bei meiner Ella sind das so ein, zwei Tage, dann ist sie wieder fit wie ein Turnschuh. Dann sag ihr bitte mal gute Besserung von mir, wenn du mit ihr sprichst. Das mache ich, Harry, ja, das mache ich, ja. Die von Fischkutter Paulsen haben auch gerade angerufen und haben sich entschuldigt. Die von Fischkutter Paulsen? Ja, ohne die wäre das ja gar nicht zu der Erkältung gekommen. Verstehe ich nicht. Naja, also Ella geht doch jeden Tag im Meer schwimmen. Ja, ja, ihre Wassergymnastik, das stimmt. Wir waren also gestern am Strand und ja. Ella ist ins Wasser ja. Und hat auch ganz euphorisch ihre Bewegung gemacht, ist auch nochmal abgetaucht. Ja. Aber jetzt haben die sich ja entschuldigt vom Fischkutter Paulsen, dann ist auch Schwamm rüber. Moment mal, du willst mir jetzt nicht etwa sagen, Ella ist denen ins Netz gegangen? Für eine halbe Stunde dachte der alte Fischer Paulsen, hätte den Fang seines Lebens. Dringendes Besprechungskäppchen! Wieder!